Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-VOD. Wie schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir springen wieder in unsere kleine Taverne. Chat hat Bock auf ein Bierchen, ich habe Bock, Geld zu verdienen. Also machen wir eine kleine Schicht in der Taverne. Wir haben gerade wieder 0.39 Uhr, wieder sehr, sehr spät heute. So wie eigentlich gefühlt, ja, seit 2 Monaten oder so. Ich streame wirklich zu solchen Fickzeiten zurzeit. Aber da kann man nichts dran ändern. Es freut mich auf jeden Fall sehr, dass ihr am Start seid und ich hoffe, dass ihr alle einen wundervollen Tag hattet. Jula, meine Katze, liegt hier halb über meinem ganzen Tisch und Mauspad und allem drum und dran. Ich muss mal gucken, wie das hier mit dem Daddeln funktioniert, weil ich glaube nicht, dass man das gut mit dem Controller spielen kann, das Spiel. Falls ihr euch das Spiel selber kaufen wollt oder generell mich unterstützen möchtet, sehr, sehr gerne auch hier nochmal meinen Partner Instant Gaming abchecken in der YouTube-Beschreibung oder aber hier auch auf Twitch, einfach Ausrufezeichen IG. Gibt sehr, sehr viele Videospiele für sehr viel billiger. Großer Support für mich. Ich danke euch von Herzen und ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge Tavernentalk. Oder, nee, nicht Tavernentalk. Tavernentalk war das andere Spiel. Tavernmanager-Simulator. Tavernentalk müssen wir irgendwann auch nochmal spielen. Es gibt einfach zu viel, deswegen wir dürfen uns da jetzt nicht... Wir halten den Fokus jetzt einfach mal auf den Spielen, die wir gerade haben. Ich habe auch gesehen, Chat, morgen kommt der Crime Scene Cleaner Simulator raus, ne? Also am 14. Ja, auch sehr, sehr krasses Game. Aber ich glaube, da werde ich erstmal vielleicht, wenn überhaupt, vielleicht eine Folge aufnehmen. Weil, also wenn überhaupt, vielleicht gucke ich da auch erst später rein. Weil es gibt einfach so viele Games gerade wieder, ne? Und ich will mich da echt nicht stressen. Ich will mir da echt Zeit nehmen für die einzelnen Spiele. Also ganz gemütlich. Kann man das denn überhaupt mit Controller spielen? Also ich kann es mal ausprobieren, falls sich das jetzt selber interessiert. Ich habe hier einen, warte ganz kurz. Kann man. Also man kann es mit Controller spielen, aber die Tasten... Ah doch, die Tasten funktionieren. Also es ist nicht dafür gemacht. Also es geht... Ja, okay, du kannst Bier nehmen und so. Ja, aber das ist nicht gut. Also, im schlimmsten Fall würde es, glaube ich, funktionieren. Aber ich glaube, empfehlen würde ich es jetzt nicht. So, ich würde sagen, wir öffnen einfach mal unsere Taverne. Haben wir denn hier irgendeine Quest? Kaufen Sie eine neue Tavernenebene? Wollen wir das machen? Warte mal, wollen wir das machen? Bin mir jetzt gerade gar nicht so ganz sicher, ob wir das überhaupt machen wollen. Das sieht etwas zu hakelig aus. Ja, es ist, also man muss natürlich auch dazu sagen, ich spiele halt auch nicht gut mit Controller. Deswegen, ja, das wird bestimmt jemand, der schon immer Controller spielt, wird das bestimmt viel besser machen als ich. Ja. mir geht es nur um die Bewegung, den Rest mache ich gerne mit Tastatur. Okay, nee, also dann bewegen kannst du dich tatsächlich mit dem Controller. Okay, also das Spiel verlangt jetzt als nächste Quest praktisch, dass wir uns die größere Tavernenebene kaufen. Das könnten wir sogar machen, denn das Ganze kostet 100 Dollar und wir haben, glaube ich, sogar noch ein bisschen Bier und so parat. Das heißt also, wir bekommen die Tavernenerweiterung, neue Kunden, neue Möbel, neue Dekorationen, einzigartige Gäste, neue Ereignisse, Toiletten, wir bekommen eine Toilette und wir bekommen einen neuen Arbeitsplatz. Also würde ich einfach mal sagen... Oh, das sieht so süß aus. Der Arztzeit ist wirklich sehr, sehr süß. Okay, Chat, wir kriegen... Eine Toilette. War die Toilette nicht damals irgendwie hier? Also ich meine mich daran zu erinnern, dass die irgendwie da stand. Oder war das schon immer? Ach, die sieht so cool aus. Also alleine dieses kleine Lichtchen da drin, diese Laterne. Junge, wie geil. Die Zukunft ist es besser, nicht für längere Zeit schmutzig zu lassen. Der Gestank wird schrecklich sein. Okay, also wir müssen uns jetzt natürlich auch darum kümmern, dass die sauber ist. Jetzt hat die Taverne eine Toilette. Manchmal nutzen Kunden es. Eine schmutzige Toilette schadet ihrer Sauberkeit. Ein wunderschönes Scheißhaus. Bestellen Sie Würstchen für Kunden. Oh, wir haben jetzt Würstchen in unserer... Kann man nicht da hoch? My little friend. Find the garden gnome. Hi again. Lol? Oha, guck mal, hier fliegen ja sogar so Lichtchen rum. Junge, das sind aber Riesenglühwürmchen. Weiß nicht, ob das Glühwürmchen sein sollen. Junge, wie geil. Hä? Ich habe einfach ein bisschen Dublonen bekommen. Wie super. Ich weiß zwar nicht genau, was der bedeutet, aber wie cool. Er hat sogar die Miete bezahlt. Oh, Jula erwacht zum Leben. Ah, da wird jetzt einmal gedreht.
Ich bin Heimscheißer, keine Sorge, ich mach nichts dreckig. Oh ja, das kann ich aber sehr gut nachvollziehen, Mann. Ich hasse es, woanders auf Klo zu gehen. Also vor allem am allerschlimmsten, Junge. Also natürlich Raststättentoiletten, ganz krass, aber in der Schule. Boah, also damals auf der Berufsschule, das war ein Albtraum. Ich kann mich noch daran erinnern, einige Jungs, die ich kannte, also Kumpels von mir damals, die sind einfach nach Hause gefahren. Also die haben dann krank gemacht, um dann auf Klo zu gehen, weil die nicht auf der Schultoilette auf Klo gehen wollten. Die sind dann nach Hause gefahren und haben einfach gesagt, nee, Mann. Das mache ich nicht. Dann sage ich jetzt einfach, mir ist schlecht, ich muss nach Hause. Und dann sind die nach Hause gefahren, dann sind die halt kacken gegangen zu Hause. Ach, schön. So, wir können jetzt hier eine Pfanne entsperren, die Hauptwaffe des Kochs. Mhm. Verbesserung des Arbeitsplatzes, mehr Geschirr, Platz an der Theke und Verbesserung des Arbeitsplatzes. Okay, cool. Ich muss jetzt irgendwie, ich muss die Würstchen bestellen. Verbesserung, Lieferung, Ressourcen, Würstchen. Okay, ich hole jetzt ein, oh, wir haben ja fast gar keinen. Alter, was wäre denn jetzt gewesen, hätte ich kein Geld gehabt? Fällt mir jetzt gerade mal so auf. Ich meine, okay, dann hätte ich halt Geld verdienen müssen erst, ne? Ah, okay. Ich dachte gerade, was wäre denn jetzt, wenn ich pleite wäre? Dann könnte ich ja gar nicht weiterspielen. Aber alles gut, wir hätten noch Bier gehabt. Schultoilette war immer der absolute Absturz. Komplette Katastrophe. Mila, einen wunderschönen guten Abend. Aber das geht wirklich gar nicht. Da muss man da muss man durchhalten. Du meinst, also auf Klo zu gehen in der Schule? Ja, ganz schlimm. Stark? Ja. Da bleibt nur noch die Flucht. Da möchtest du nicht auf Klo gehen an so einem Ort. Das geht wirklich gar nicht. Hauptsache, es ist noch Bier da. Das haben wir. Und jetzt kommen noch die Würstchen dazu. Jetzt bin ich mal gespannt. Lege es an die richtige Stelle. Zack. Nein! Oh mein Gott, Chat. Unsere Quest ist, bestellen Sie Würstchen für Kunden 5. Wir haben zu wenig Geld, oder? Warte mal, kann ich die... Kosten die 5? Oh mein Gott, ich glaube, ich habe genau... Habe ich genau noch Geld für ein Würstchen? Habe ich. Jetzt sind wir arm. 0 Dublonen, Chat. Jetzt sind wir arm, das war's. Hast du denn eine Ausbildung, Josh? Nee, ich war auf der Berufsschule wegen Fachabi im sozialen und Gesundheitsbereich. Ich finde es ja auch immer interessant, dass Frauentoiletten prinzipiell dreckiger sind als Jungsklos. Ist das so? Ich war, glaube ich, noch nie auf einer Frauentoilette, deswegen kann ich das jetzt nicht ganz... Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ah doch, okay, nee, ich war mal auf einer Frauentoilette, das weiß ich noch. Weil da war das Männerklo einfach voll. Da bin ich auf eine Frauentoilette gegangen. Das war mal an irgendeinem Bahnhof oder so eine Scheiße. Aber das war jetzt eigentlich ziemlich picobello, aber da hat sich halt auch jemand drum gekümmert halt. Ja. Kann ich bestätigen? Ach, ihr geht auch öfters dann auch einfach auf die Männerklos? Ja, krass. Dass ihr das so bestätigen könnt dann. Snacks. Kunden können nicht nur Getränke, sondern auch Snacks bestellen. Kaufen Sie Ressourcen im Lager und bringen Sie sie zum Lagerhaus. Halten Sie in den Maustaste gedrückt, um Snacks aus den Regalen anzuordnen. Oder auf den Regalen anzuordnen. Okay. Ah, stimmt, die musste man so hinhängen irgendwie. Ich gehe erst gar nicht aufs Klo. Ja, das ist eine sehr weise Entscheidung. Ich muss meine Toilette im Badezimmer selber sauber machen und putzen. Was? Nein. Da wird selber die Toilette sauber gemacht? Das gibt's ja nicht. Frauen sind Schweine. Frauen sind eine Katastrophe, ja. Ganz schlimm. Ich habe voll Glück, dass die Toiletten der Schule, wo ich jetzt bald draufgehe, sauber sind. Sauber? Viele Frauen brauchen ja oft Jahre auf der Toilette, bevor es in die Hose geht. Ich gehe lieber auf ein Männerklo. Ja, heutzutage, glaube ich, ist das nicht mehr so ein Problem halt, ne? Weil du einfach sagen kannst, so, yo, also ich fühle mich aber jetzt auch als Mann. Und das kann, da kann dir ja niemand dann was zu sagen, theoretisch halt, ne? Deswegen heutzutage ist es wahrscheinlich einfacher. Servieren diese? Okay, Chat, wir müssen jetzt erstmal den Laden wieder eröffnen. Ach, guck mal, wer ist denn hier unterwegs? Owen. Oh mein Gott, ich muss meine Toilette auch sauber machen, Sage. Ja, Owen, das sind deine Gedanken, wenn du bei mir an der Taverne vorbeispazierst. Rollpotato, einen wunderschönen Abend. So, Chat, wir machen eine kleine Nachtschicht. Wir haben 0 Uhr. Gucken wir doch mal, wer von euch Banausen hier noch ein Bierchen oder ein Würstchen essen möchte zu dieser Uhrzeit. Hanna, hab einen wunderschönen Abend. Ich muss morgen früh aufstehen. Ich gehe deswegen jetzt schlafen. Schlaf wunderschön, Hanna. Und schön, dass du da gewesen bist. Wirklich viel lieber an dich. Ist mir auch mal in einem Burger-Restaurant passiert, dass ich aufs Frauenklo gegangen bin. Gott sei Dank war genau niemand da, der das sehen konnte.
Boah, also da ist schon auch kritische Situation, ne? Wenn du da plötzlich als Mann auf dem Frauenklo stehst, da wirst du noch verprügelt. Maja, einen wunderschönen guten Abend. Anzeige sofort da. Putzfrau von einer Toilette, auf dem Schild steht 1 Euro. Was? Warte, was? Putzfrau vor einer Toilette, auf dem Schild steht 1 Euro großer Penis, 50 Cent kleiner Penis. Warte, was? Was? Ich hätte Hamburg-Verbot bekommen. Ich sitze gerade noch draußen und gucke, ob ich noch ein paar Sternschnuppen erwische. Gönn dir. Ich hoffe, dass du welche erwischst. Chats, wo seid ihr denn alle? Ich dachte, ihr seid solche Nachtmenschen. Warum kommt denn hier niemand in die Taverne? Was ist denn da los? Ah, hier kommen 2. Chat, ihr müsst Allee eingeben in den Chat, ne? Nur damit ihr Bescheid wisst. Allee, Allee. Wo bleibt ihr denn alle? Diese Nacht ist aber schleppend. Wir haben schon 0 Dublonen. Wir brauchen Geld. Wo sind denn alle? Ich frage mich, warum ich mir heute kein Bier gekauft habe. Das wäre so geil. Problematisch. Also, kommt zu mir. Chat, kommt. Kommt in unsere schöne Stube. Wen haben wir denn da? Da kommen 3 Leute. Ich war mal aus Versehen auf dem Männerklo, weil draußen kein Schild war und auf einmal sagt mir ein gut aussehender Typ, dass ich im Männerklo bin. Aber diese Betonung auch, einfach, dass du was dazu sagst, ein gut aussehender Typ. Ah, Salanders, Han und Mofa. Warte mal, heißt das ihr? Ich hab keinen Tisch für 3 Leute. Wir brauchen einen Tisch für 3 Leute? Sowas haben wir gar nicht. Also es tut mir sehr leid, ihr 3, aber jetzt ein kühles Blondes? Wir haben keinen Tisch für 3. Es tut mir sehr leid, ihr müsst leider umkehren. Tja, es ist jetzt doof. Wir haben auch nicht mal Geld, um irgendwas zu kaufen, es ist... Habt eine gute Reise nach Hause, ihr 3. Ja, leider. Warum kommt ihr denn nicht zu zweit, Mann? Oder einer setzt sich an die Bar und der andere setzt sich irgendwie, weiß nicht, auf den Tisch, Mann. Mist. Oh, das ist schlecht. Ich hab Durst. Ja, dann musst du dir dann irgendwie was zu Hause besorgen. Die Schicht fängt ja super an heute. Also das ist ja... Also verfickt nochmal. Hier geht ja gar nichts. Das ist jetzt wirklich ärgerlich. Oder alle einfach... Genau, warum setzt ihr alle 3 euch nicht einfach an die Bar? Warum macht ihr das denn so schwer? Ein Darlehen kannst du denn nehmen? Ja, aber ein Darlehen ist ja... Das ist ja für Versager, oder? Chat. Also ein Darlehen zu nehmen, also das ist ja wirklich für die... Das ist ja nicht für die Leute, die hier ein Imperium groß sind, sondern das ist ja für... Ja, das ist ja für Loser, die sich da irgendwie also Geld erschleichen wollen durch die Bank. Und vor allem, warte, ich kann es euch nochmal ganz kurz zeigen. Durch die Koboldbank. Hier war das, ne? Da. Von dem wollt ihr Geld nehmen, Chat? Da, von dem willst du ein Darlehen haben, Zug? Bist du dir sicher? Was sagt deine Frau dazu? Sagt deine Frau, sie findet das okay, dass wir von so einem Banausen Gold annehmen? Der ist doch süß. Guck dir den mal an. Der ist böse. Der ist niemals süß. Der guckt mir richtig in die Seele. Dich werde ich abziehen. Der sieht aus wie ich. Krass, Mann. Ah, Luisi und... Ja, das ist doch super. So, ihr 2, was möchtet ihr denn haben? Ein Bierchen, kommt sofort. Natürlich. So, 2 Bierchen für euch. Super. Lasst es euch schmecken. Sehr schön. Ah, okay, der nächste Tag beginnt, Chat. Das heißt, mehr Kundschaft kommt. Ja, bitte ein Bier. Bitteschön, Luise. Lass es dir gönnen. Junge, sieht der creepy aus? Der sieht genauso aus, als würde der einen komplett ausziehen wollen. Also... Wenn ich da ein Darlehen annehme, dann muss ich spätestens in einer Woche meine ganze Taverne aufgeben. Der will dich nur ein wenig anknabbern. Sie sagt ja. Warte mal. Deine Frau, das kann nicht dein Ernst sein. Deine Frau sagt doch nicht, dass der Typ vertrauenserweckend aussieht. Das kann doch nicht wahr sein. Also habt ihr denn beide einen Dachschaden? Das dann niemals. Oder ist das so ein Ding als Frau, ich kann ihn ändern?
Dass man den nett findet, das ist es wahrscheinlich. Ich kann ihn ändern. Warte mal, was haben wir denn hier? Es gibt... Das ist doch eine Schatzkarte. Liz, du möchtest ein Würstchen haben. Da müssen wir jetzt erstmal gucken, wie wir das machen. Du bist die erste Person, die ein Würstchen essen möchte bei uns in der Taverne. Isst du die einfach so? Man kauft die und dann... Okay, und dann bist du... Okay, bist du denn glücklich damit? Hä, wie krass. Sieht doch so genauso süß aus wie du. Warte mal, du willst sagen, der Kobold sieht aus wie ich? Geil, nach der enttäuschenden Pizza, kein Wunder. Also, du scheinst aber happy damit zu sein, oder? Also, du scheinst eigentlich ziemlich glücklich damit zu sein. Heute ist die Tavernen-Playlist gar nicht am Start. Doch, ist sie. Ich habe die nur ganz, ganz leise im Hintergrund. Ich will die nicht zu laut haben. Ich mache die immer sehr gerne so ganz dezent im Hintergrund an. So, wen haben wir denn hier? Jenny, gönn dir dein Bierchen. Guten Appetit. Lass es dir schmecken. Thank you and goodbye. Ja, voll. Okay. Cool, und du gibst sogar Trinkgeld. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Ach, guck mal, du gehst sogar hier raus. Ja, also, hab eine schöne Heimreise. Tschüss. Okay, dann. Unsere aktuelle Quest ist, wir müssen 10 Biere servieren und 5 Würstchen. Ja, aber unsere Main-Quest für uns gerade ist einfach nur Geld verdienen. Ranger, was kann ich dir bringen, mein Bester? Hä? Was möchtest du haben? Ein Bierchen, alles klar. Kommt doch sofort. Ein Bierchen, bitteschön, mein Bester. Lass es dir schmecken. Die zwirbeln sich um 6 Uhr morgens ein Bier rein. Ja, das ist mein Chat, ne? Da machst du nichts. Das soll so sein. Stimmt, die Toilette nicht vergessen. Warte mal, bist du auf Toilette gegangen noch? Danke, bis bald. Warte mal, Liz, du bist noch auf Klo. Alles ist schon sauber. Okay, hast du Glück gehabt. Dann hab eine gute Reise nach Hause, Liz. Da wurde sogar noch mal eben das stille Örtchen aufgesucht. Ein Maß, ja, gerne. Also, warte mal, aber warum? Also, Chat, warum machst du denn warum machst du denn hier alles dreckig? Das verstehe ich nicht. Wer trinkt denn so Bier? Du Banause. Guck mal, warte mal. Wer ist denn das hier? Ihr drei möchtet wieder einen Dreiertisch haben. Butterkeks, Buch und Shanti. Ja, wir müssen so einen Tisch haben, aber wir müssen mal gucken, wie teuer ist denn so ein komischer Tisch? Sorry, Reizdarm. Ja, kommt wahrscheinlich vom Würstchen. Vielleicht ist vom Laster gefallen oder so. Möbel. Einfacher Tisch für 4 Personen. 65 Dublonen. Kaufen wir einfach. Sind wir wieder arm. Gerade raus aus der Armut und jetzt sind wir sofort wieder in der Armut drin. Toll. Läuft ja wie am Schnürchen hier. Anni, einen wunderschönen guten Abend. Hey. Ah, Chat, das Geräusch. Es ist so toll. Ach, Kira ist, by the way, die dich empfohlen. Ach, krass. Ja, auch schon sehr lange Zuschauerin, ne? Wie cool. Ich möchte einmal hier was trinken. Shanti, eines Tages schaffst du das. Wir haben ja jetzt bald diesen Dreiertisch. Dann alles super. Es kann nur noch bergauf gehen. So, wen haben wir denn hier? Claire und Captive gehen, glaube ich, zusammen an diesen Zweiertisch. Cool, cool, cool. Perfekt. Ich komme sofort. Wir müssen ganz kurz den neuen Tisch einsammeln. So, und dann, glaube ich, musste man den aus dem Inventar holen, ne? Inventar, Möbel, hier. Alter, wie cool einfach. Okay, ich würde sagen, den stellen wir jetzt einfach mal so sporadisch erstmal hier hin. Oha, jetzt können wir einfach 3 Leute bewirten. Okay, ihr möchtet auch wieder ein Würstchen haben und ein Bierchen. Kommt sofort. So. Bitteschön, ihr zwei. Wie kann man im Spiel schreiben? Das machst du automatisch. Wenn du im Spiel erscheinst, alle deine Nachrichten einfach werden dann im Spiel angezeigt. Schicke Taverne, haben sie auch ein Big Mac? Claire, leider nicht. Big Macs haben wir noch nicht im Angebot. Ach du Scheiße, jetzt wird's hier voll. Haben wir leider noch nicht im Angebot. Vielleicht eines Tages werden wir dann noch unser Sortiment ein bisschen auffrischen. Ich glaube, da befinden wir uns leider noch nicht im Zeitalter eines McDonalds. So, 2 Bier und ein Würstchen. Kommt sofort. Papaya, Marie und wen haben wir hier noch? Nudel. Bitteschön, ihr drei. Gönnt euch. Sehr schön. Oh nee, warte mal. Ach scheiße, jetzt habe ich...
Ja, okay, dann warte ich erstmal. Ich will diesen einen Becher will ich haben. Den brauchen wir unbedingt. So, da draußen warten sogar sofort die nächste Dreiergruppe, glaube ich. Ah, ne, eine Zweiergruppe. Müssen wir ganz kurz wegräumen noch. So. Und den können wir leider nicht. Da muss ich den doch mal eben hier abstellen. Zack. Und jetzt könnt ihr auch wieder. Bitteschön. Du kannst Bier auch wieder ablegen mit F. Ja, aber nur halt hier. Und das ist doof, ne? Oder kann ich das auch hier ablegen? Ah, nee. Ah, ich kann das auch hier ablegen. Okay, das ist gut zu wissen. So. Echt tolle Atmosphäre hier. Soll das der neue Stammplatz werden? Ah, guck mal. Owen ist auch wieder da mit Seth zusammen. Okay, ihr wollt zwei Würstchen haben. Oh, uns gehen die Würstchen aus. Das ist problematisch. Bitteschön, ihr zwei. So, gönnt euch. Und da kommen auch schon sofort die nächsten Gäste. So, wen haben wir denn hier? Mel und Angie. Chat. Jetzt gerade läuft sie aber. Holla die Waldfee. So, bitteschön. Bitteschön. Oh, wir haben aber keine Würstchen mehr. Oh. Heute auf der Speisekarte. Ach, cool, dass das sogar so auf der Speisekarte drauf ist. Das ist ja nice. Wir müssen neue Würstchen kaufen. Die sind uns ausgegangen. So, kaufen wir einfach nochmal so 10 Stück, weil wir brauchen die so oder so. Und zusätzlich einfach nochmal ein bisschen Bier. Obwohl wir da eigentlich noch genügend haben soweit. Ja, ich bin sofort bei dir. So, bitteschön. Was ist hiermit los? Kann ich den einsammeln? Oh oh. Das ist nicht gut, oder? Das ist, glaube ich, nicht gut. Ein Würstchen a day keeps the doctor away. Ach, guck mal, Kira ist auch am Start. Alter, ihr wollt alle Würstchen haben. Innkeeper. Oh, shit. Schnell, Kollege, beeil dich. Junge, alle. Ey, Jula. Ach, das ist wirklich Wahnsinn. Die macht sich immer breiter hier. Ich kann gleich nicht mehr streamen. So, alle wollen Würstchen haben von euch. Das ist der Hammer. So. Mal eben aufhängen. Die sind halt lecker. Findet ihr, die sehen lecker aus? Ich glaube, ich fände die nicht so... Also, für mich sehen die nicht so appetitlich aus. Weiß auch nicht. So, bitteschön. Und bitteschön. Boah, das ist ja Wahnsinn. Hier kommen ja immer mehr. Oha. Ihr überlauft uns den Laden. Du möchtest noch ein Bier haben? Chat, die trinkt gerade das dritte Bier. Was ist denn da los? Wir müssen mal eben Geschirr waschen. Warum trinkt die so viel Bier? Die verbraucht mein ganzes Geschirr. Hilfe! Hexe, einen wunderschönen guten Abend. Will Jula vielleicht auch ein Bier oder ein Würstchen? Boah, ein Würstchen wär schon krass wahrscheinlich. Einfach ein Alkoholproblem. Schade, dass das niemand von euch ist. Ich hätte da gerne mit euch mal drüber gesprochen, warum hier so viel Bier getrunken wird. Aber das müsste jetzt gut Geld geben, oder? 45, das ist sehr nice. So, ihr zwei auch wieder. Ein Bierchen und ein Würstchen. Kommt sofort. Haben wir denn noch? Okay, haben wir noch tatsächlich. So, bitteschön, ihr zwei. Gönnt euch Lädchen, Silly, Petbobs, Leani, Shadow. Junges, es werden immer mehr. Okay, hier auch noch ein Bier. Oh, oh, wir müssen Bier nachmachen. Hey, wie krass. Einfach eben in der, also zu Mitternacht, in der Nacht kam so gar keiner. Und jetzt kommen einfach so viele. Wie krass. Übrigens, Franny, Dankeschön auch an dich für dein Follow. Herzlich willkommen. Dankeschön. Bier, wir wollen Bier. Ich sorge gerade für Nachschub. Ein Pröstchen, aber natürlich. So, wie viel kann ich denn hier noch machen? So. Sehr gut. So, wer möchte denn noch? Ein Bierchen. Lauchbär, mein Bester. Gönn dir ein Bierchen. Oh, guck mal, hier geht das jetzt auf Zeit. Oh, das ist doof. Aber gönnt euch, ihr drei. Oh, das finde ich aber doof. Das mag ich nicht. Ich hasse Stress in solchen Spielen. Das ist doof. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr dann gegangen wärt, aber das wäre doof gewesen.
Ich hoffe nicht, dass das immer so ist. Oder, ja. Müssen wir mal im Auge behalten. Das finde ich scheiße, Mann. Ich hasse es, wenn es in solchen Spielen um Zeit geht. Das ist immer doof. Weil ich will ja auch so mit dem Chat gemütlich reden und so. Ich will ja nicht die ganze Zeit hin und her wetzen. Mike, Prost, mein Bester. Zack. Nochmal eben sauber machen hier. Chat, wie sieht's denn morgen bei euch aus? Ich meine, wir haben ja auch schon wieder 1 Uhr, ne? Wann müsst ihr denn morgen raus? Wie sieht's denn aus bei euch? Danke, ich gönne mir gerade auch ein Bier. Sehr geil. Gar nicht? Oh, da kann ausgeschlafen werden. Ich habe morgen frei. Um 4.45 Uhr musst du raus, Angie. Und du hältst dich immer noch bei uns in der Taverne auf. Also du hast ja wirklich einen Dachschaden, meine Beste. Also du hast ja wirklich einen Dachschaden. Ich komme sofort. Ich muss nur sauber machen. Jula? Ja, okay. Also jetzt, Mäuschen, das ist wirklich zu viel. Du darfst dich nicht auf die Tastatur legen. Ja, ich wirklich, ich liebe dich sehr, aber das darfst du nicht machen im Stream. Sonst beendest du mir gleich noch meinen Stream. Das darf nicht sein. 10.30 Uhr, gar nicht. Auch gar nicht. Zum Glück auch gar nicht. Du hast halt geile Würstchen, Yoshi. Was soll ich machen? Ja, irgendwie scheinen die super anzukommen. Ne? Die will ja irgendwie jeder haben. Guck mal, Laura. Ghost ist auch da. Ich habe gerade Laus gelesen. Anyone? Bierchen und Würstchen. Kommt sofort. Ich habe Urlaub. Boah, sehr cool. Gönn dir auf jeden Fall deinen Urlaub. Sehr schön. Allee, allee, Chat. Allee, allee. Ich klicke irgendwie manchmal daneben und dann packt er das irgendwie weg. Ich weiß nicht genau, warum. Affe. Ah, du hast Urlaub. Deswegen warst du gerade noch ein Bierchen zwischen bei uns. Sehr gut. Genieß deinen Urlaub auf jeden Fall. Heute wird sich flüssig ernährt. Waffe, was kann ich dir denn bringen, mein Bester? Ein Bierchen möchtest du haben, okay. Laura ernährt sich heute flüssig, wobei du hast ein Würstchen in der Hand, aber okay. Haben wir denn noch? Okay, 5 Bierchen haben wir noch. Bitteschön, mein Bester, zack. Okay, und das Spiel verlangt jetzt auch schon wieder, da ich mir eine neue Tavernenebene kaufen soll. Das möchte ich aber gar nicht. Wir haben gerade 225. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal nochmal auf Ressourcen. Einfach damit wir halt sowas überhaben. Ich mag es immer, da so ein bisschen, sag ich mal, auf Nummer sicher zu gehen und so ein bisschen auf Vorrat zu haben. Wir haben eine Errungenschaft übrigens bekommen, dass wir 1000 Dublonen eingesammelt haben. Sehr schön. Bitteschön. Das sieht alles soweit gut aus. By the way, wenn die Toilette sauber gemacht werden muss, dann steht das auch links. Schmutziger Tisch. Ah, ach, das steht da, wo schmutziger Tisch steht. Oh, das ist ein sehr guter Call. Aber die wird auch irgendwie nie benutzt, ne? Also bis jetzt, oder ihr könnt euch wirklich mal benehmen, wenn ihr auf Klo geht. Das bin ich ja gar nicht gewöhnt, so, ne? Also der Pumping-Simulator lässt grüßen, Chat, ne? Also was ihr da angerichtet habt bei mir auf der Tankstelle schon, ne? Also Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, was ihr da schon erschaffen habt. Auf diesem armen Raststättenklo. Genau genommen ist es zum Schlafen ja auch viel zu warm. Da hast du wohl vollkommen recht, ja. Da hast du wirklich vollkommen recht. Es ist so warm. Gerade auch in meinem Zimmer. Wir sind halt sauber. Ja, also das kann ich aber so nicht ganz bestätigen, ne? Wie gesagt, Pumping Simulator lässt grüßen. So, tschüss Amazon-Lieferant. Wir sehen uns. Und wir müssen nochmal ganz kurz Wasser holen. Pumping Simulator, bestes Spiel, so ein geiles Game. Nach mehreren Kunden kann die Toilette verstopft sein und muss sich im richtigen Moment... Ja, so viel zu, ihr seid sauber, Chat. Da habt ihr schon wieder das Klo verstopft. Hallo, hallo, aufhören, Hilfe. Pumping Simulator, einfach so geil. Müssen wir eigentlich bald auch nochmal reingucken. Ist ja jetzt auch schon wieder länger her, ne? So. Buch, schlaf schön, pass auf dich auf. Ey, Jula-Mäuschen, warum legst du dich eigentlich nicht ins Bett? Du machst das so kompliziert hier, das ist Wahnsinn. Und vor allem auch für mich, warum machst du das so kompliziert? Du könntest dich einfach ins Bett kuscheln, so wie du es immer machst. Aber nein, du drängst dich hier in die letzte Ecke. Center Station feiere ich auch voll. Ja, auch sehr, sehr geiles Spiel, definitiv. Ich hab gerade noch ein Sandwich gegessen. Chat, wenn ihr alles essen könntet, also jedes
jedes noch so krasse Menü. Was würdet ihr gerne jetzt gerade essen, wenn ihr Hunger habt? Boah, also ich sage euch ganz ehrlich, jetzt so ein Wiener Schnitzel, so richtig geil mit Zitrone oben drüber und so eine richtig fettgeile Pommes dabei. Ich hab wieder irgendeine Errungenschaft. 6 Perfect Max in... Achso, okay. Ich habe 6 Drinks perfekt gemacht hintereinander. Das hat anscheinend eine Errungenschaft gegeben. Ein Sushi-Teller... Boah, ein Döner wäre halt natürlich auch wieder Endstufe geil. Also dafür, da hätte ich jetzt auch unfassbar Bock drauf. So, was fehlt uns noch? Würstchen. Bitteschön. Und noch mehr Bier. Kommt sofort. Ich habe seit Tagen Bock auf einen Döner. Meine Schwester hat eben noch zu mir gesagt, Josh, lass morgen einfach zusammen den Döner essen. Müssen wir mal gucken, ob wir das dann morgen machen. So, wer wartet hier? Jenny und Serafina warten auf den Zweiertisch. Es tut mir sehr leid, Ladies. Aber der ist gerade besetzt. Ich könnte zwar einen neuen kaufen, aber ich weiß nicht, ob ich das machen will. Ich glaube, das will ich noch nicht machen, sonst wird mir das zu stressig. Nudeln? Jetzt habe ich Hunger. Ja, das geht sehr schnell, ne? Deine Schwester versteht dich. Ja, definitiv. Sina ist die Beste. Ist hier irgendwie auch irgendwas dreckig? Nee, ne? Dann die Toilette. Ach, du heilige Scheiße. Wortwörtlich. Owei, 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 owei. Wer war denn da auf Klo von euch? Ranger. Du schon wieder. Ja, warte, ich bring dir sofort das Würstchen. Immer mit der Ruhe. Ah, Chat, jetzt ist Nacht. Jetzt ist Nacht. Jetzt ist mehr Ruhe angesagt. Das ist cool. Guck mal, hier kommt noch irgendeine alte Frau. Ja, die Nacht ist eingebrochen. Jetzt wird's ruhiger. Das ist aber auch eigentlich sehr schön. Ich hoffe, du hattest so eine Klammer auf der Nase. Ja, genau. Oder eine Atemschutzmaske. So, bitteschön, Ranger. Lass es dir schmecken. Schön mit dem Besen in die Verstopfung. Ja, ne, stimmt jetzt, wo du es sagst. Das ist schon irgendwie sehr komisch. Her mit deiner Brühe. Dankeschön. Nicht dafür, sehr gerne. Ach, warte mal, die kommt hier rein. Bier und Würstchen vorbereiten? Ja. Guck mal, hier kommt sogar noch Butter und Buch zusammen. Wobei Buch, glaube ich, schlafen wollte. Ah, warte mal, die wollte, glaube ich, irgendwas von einem, ne? Ich glaube, die bettelt. Ungewöhnliche Kunden. Sie werden immer beliebter und erregen Aufmerksamkeit. Manchmal kommen ungewöhnliche Kunden zu ihnen. Jemand bittet möglicherweise um Hilfe, während andere möglicherweise lautstark sind. Okay, um mit einem Kunden zu sprechen, klicken Sie mit der linken Maustaste auf ihn. Seien Sie höflich zu allen, hören Sie ihnen zu und bedienen Sie sie angemessen. Okay, ich meine mich daran zu erinnern, minus ein Bettler am Eingang, okay. Genau, sie möchte Geld haben. Hätten Sie eine Münze für mich, verehrter? Sie möchte jetzt Geld haben. Wir haben gerade viel Geld, deswegen würde ich sagen, machen wir das einfach, weil sie gibt uns minus Reputation. Give money to a beggar. Okay, das war auch eine Errungenschaft. Und unser Ruf ist dadurch nach oben gegangen, weil wir eine arme Person unterstützt haben. Sehr gut. Das nächste Mal kommen wir mit dem Knüppel. Nicht Spaß. Das erinnert mich an die Alte von Schneewittchen. Zack. Und zack. Neues Level! Wow! Ruf 5 schon. Junge, Chat, also wir leveln uns hier aber wirklich durch. Das ist ja krass. So, ein paar Bierchen können wir noch zapfen. Dann hätten wir die auch noch auf Vorrat. Zack. Die Taverne empfehle ich weiter. Dankeschön, Luise. Das ist sehr lieb von dir. Ich hoffe auch, dass es Buch und Butter hier lecker mundet. Ich finde es voll cool, dass nachts wirklich weniger los ist. Also, wenn natürlich gar keiner am Laden ist, ist es natürlich ein bisschen langweilig, aber ich finde es cool. Guck mal, wer kommt denn hier noch bei einem Nachtspaziergang? Shanti und Fionski gönnen sich auch nochmal eben den kleinen Nachtspaziergang und kommen vielleicht ja sogar zu uns auch in die Taverne. Dankeschön fürs Vorbeigucken. Okay, ich glaube, Ranger war noch auf Klo gerade. Da, können wir nochmal eben spülen. Oh, diese Soundeffekte sind so toll, ne? Mag die so gerne. Irgendwie beruhigt mich voll dieses Geräusch vom Wasser.
Guck mal, wir haben $265. Wisst ihr, was wir machen? Wir kaufen jetzt, kaufen wir ein bisschen ein. Also, wir kaufen nochmal, weil wir haben noch davon ein paar. Wir kaufen jetzt 15 Bier. Kaufen 15 Würstchen. Und dazu kaufen wir... Möbel kaufen wir noch. Nee, nicht Möbel. Dekorationen. Oh ja. Ja. Oh, Chat, wir kaufen uns einen großen Kaktus, eine Topfpflanze. Oh, leider ist das wirklich beschränkt. Oh, schade. Ich dachte, man könnte dann... Ich meine, okay, wahrscheinlich, ne, je größer die Taverne wird, desto mehr kann man einrichten. Okay, das ist ein bisschen schade, dass das beschränkt ist. Und wir kaufen uns noch ein Bücherregal. Okay, das kaufen wir uns jetzt alles, Chat. Große Lieferung heute. So, da wird nochmal ein Würstchen verlangt. Und ein Bierchen. Kommt sofort. Bitteschön. Ich mache mir jetzt ein Sandwich. Sehr geil, gönn dir. Diesmal ist ja sogar mal ein Tisch frei. Ja, Shanti, tatsächlich haben wir sogar mal Platz für euch. Bücherregal wichtig und richtig. Wo stellen wir das denn hin? Hier vielleicht so? Oh, es wäre halt so cool, alles voll zu machen mit Pflanzen und Bücherregalen halt, ne? Aber anscheinend geht das ja nicht. Oder halt eben erst dann, wenn wir sehr groß ausgebaut haben. Boah, guck mal, der ist ja fast vollgeladen hier. So, Dankeschön fürs Vorbeibringen. Ich bin auch Vegetarier. Ja, jetzt gerade nicht. Dir scheint es zu schmecken. Anscheinend bist du doch kein Vegetarier. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Komm gut nach Hause. So. Perfekt. Boah, jetzt haben wir aber wirklich viel neuen Shit. Also, wir haben ein Junge. Achso, das sieht nur so aus. Alter, ich dachte gerade, der ist 3 Meter groß. Okay, Chat, wir haben jetzt einen Kaktus. Cool. Sieht nice aus. Ach, wir haben diesen Gartenzwerg. Oh, Junge, der sieht aber ein bisschen gruselig aus. So, Mr. Gartenzwerg, du... Nein, nein, nein. Chat, wisst ihr, was Mr. Also, Mr. Gartenzwerg guckt so ein bisschen... Mr. Gartenzwerg guckt so... Toro, sorry, weil ich dich jetzt erschreckt habe. Der guckt so ein bisschen, als wäre der ein Türsteher. Chat, wisst ihr, was wir machen? Der guckt einfach die Kunden an, die rausgehen. Und jeder, der dann klauen will, der kriegt sofort Angst. Das ist es. Das ist unser Türsteher jetzt. Der Gute braucht nur noch einen Namen. Wie könnten wir den denn nennen, den Kampfzwerg da? Na, wer ist er? Ja, den habe ich irgendwie oben auf dem Dach gefunden, Toro. Der war einfach plötzlich da. Harald. Harald ist eigentlich ein sehr, sehr cooler Name für so einen Zwerg, finde ich. Harald, der Zwerg, schon cool. So, und weil wir jetzt so viel Zeit haben, Toro, Pröschen, ich stoße an mit dir, hier. Ich trinke mir einen Tee aber, kein Bier. Der Zwerg schaute meine Seele, definitiv. Also ich finde Harald eigentlich ziemlich passend, so als Türsteher auch. Ein bisschen Angst, Quatsch, alles gut. Prost. Komm gut nach Hause, tschüss. Ah ne, du gehst noch auf Klo, natürlich. Wie sollte es anders sein? Na klar. So, was habe ich denn noch gekauft? Ich habe noch eine kleine Topfpflanze. Die stelle ich einfach auch hier hin. Zack. Dann ist es so ein bisschen grüner bei uns hier so an der Bar. Okay, aber das ist irgendwie doof. Ja komm, ich stelle euch den hier auf den Tisch, dann habt ihr es ein bisschen gemütlicher. Zack. Kleines Pflänzchen. Und sonst haben wir noch was. Ah ja, das Bücherregal. Oh, cool. Wo machen wir das denn hin? Nee, da in die Ecke nicht. Hier? Also hier kann man das nirgendwo platzieren. Also man muss es dann hier platzieren. Oh, das ist... Chat, das ist aber cool. Guck mal, jetzt haben wir hier einfach ein kleines Bücherregal. Wie süß. Das gefällt mir sehr gut. Okay, 2 Würstchen kommen sofort und ein Bierchen. Guck mal, und jetzt geht das schon wieder auf Zeit. Ist das irgendwie nur bei diesen großen Tischen so, dass die auf Zeit gehen? Einfach weil die halt einem sehr viel Geld einbringen? Vielleicht deswegen? Ich weiß es ja nicht. So, wir können nochmal ganz kurz ein paar Würstchen vorbereiten, denn wir haben schon den nächsten Tag. Der Arzt hat es auch mal was ganz anderes. Ich muss wirklich sagen, simulatorenmäßig finde ich, sticht das Spiel sehr heraus. Wie du schon sagst, alleine durch den Artstyle. Ich finde, das wirkt irgendwie total hochwertig durch den Artstyle. Keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll.
Und das ist irgendwie in sehr vielen Simulatoren, die wir ja auch schon so angeguckt haben oder so, oder bei Steam gesehen haben, das ist irgendwie so gar nicht so. Sondern die wirken irgendwie so total lieblos. Ach, guck mal. Immer noch nicht sauber gemacht. Warte mal, komm, machen wir jetzt. Ja, das wirkt irgendwie so total lieblos. Und hier habe ich irgendwie das Gefühl, wirklich, hier wurde sich echt Gedanken gemacht irgendwie, weil der Artstyle, weiß ich nicht, den gibt es so nicht oft in anderen Simulatoren, würde ich jetzt einfach mal sagen. So, zwei Bier. Kommt sofort. Wen haben wir denn hier? Anni und Nudel, bitteschön. Hier mal nochmal das Geld einsammeln. Sehr gut. Zack. Warte, wir müssen da eben sauber machen, weil dann können wir noch mal ein paar Bierchen vorbereiten. Gleich kommt nämlich wieder die Stoßzeit. Da wird wieder der Bär bei uns in der Taverne, Chat. Aber mal so als Frage an euch, also seid ihr denn Biertrinker? Also trinkt ihr wirklich Bier so in Real Life? Nee? Also ich ja auch gar nicht, ne? Also ich trinke ja sowieso gar keinen Alkohol, aber Bier, ich finde Bier irgendwie so null irgendwie. Weiß auch nicht. Schmutziger Tisch, natürlich. Ich hasse Bier übelst. Ja, manchmal Radler, ja ab und an, manchmal. Ja, ich mag ein kühles Blondes. Nein, ich trinke keinen Alkohol mehr, sehr gut. Nee, ich ja auch gar nicht. Zack. Ja, doch, aber nur zu besonderen Anlässen. Wenn nur Radler, aber auch selten. Was heißt, wenn nur Radler? Also, was ist jetzt der Unterschied an einem Radler, also der Unterschied an einem Radler zu einem anderen Bier? Ich habe da wirklich keine Ahnung von, Chat. Bei Alkohol bin ich wirklich komplett raus, ne? Ist das dann so weniger Alkohol drin oder so gar kein Alkohol oder so? Stößchen, natürlich. Mit Papaya einfach stößt du gerade an. Ich habe gerade Werbung gehabt nach ein paar Wochen ohne Abo und Werbung. Oh, fängt es gerade an zu gewittern draußen oder war das jetzt gerade in-game? Food was great. Goodbye. Alter, das hat gerade übertrieben gegrummelt. Gerade hat mich so ein Goblin überfallen. So ein Goblin. Owen, begrüßen Sie uns, beehren Sie uns bald wieder. Tschüss. So, wen haben wir hier? Seth, noch ein Würstchen. Bitteschön. Und wer spaziert hier aufs... Ach du Scheiße, Owen, bitte. Nein, mach's nicht. Ja, ist 50% Bier und 50% Zitronenlimo. Ah, okay. Boah, Owen wird sich so einen abscheißen auf diesem Klo, ne? Also vor allem nach diesem Bier, ne? Oh wei, oh wei, oh wei. Ich sehe es schon kommen. Ich sehe es schon kommen. Vor allem ich gehe kacken. Wie das so auch dann so... Ich kann nicht anders, es tut mir leid. Wie das so auch da über dir steht, während du auf Klo bist. Ich kann nicht anders, es tut mir leid. Mach bitte wenigstens sauber danach, okay? So, was wollt ihr drei haben? Bierchen, zwei Würstchen, natürlich. Schließ deine Taverne für heute. Heute darf keiner mehr aufs Klo gehen. Owen war auf Klo. Heute ist das Klo kontaminiert. Dürft ihr nicht mal. Tut mir leid, Chat. Klo hat heute zu. Mach eine Kerze an danach, Junge. Wahrscheinlich Explosion. Stell dich mal vor, wir gucken ja hier einfach mal kurz so vorbei, ob Owen noch auf Klo sitzt. Plötzlich so ein Puff. Und dieses Klo fliegt so in die Luft einfach. Ach, schön. Ach, schön. Sauberes Geschirr ist aus. Scheiße, ist schon wieder alles dreckig. Was soll denn der Bums? Bier ist auch alkoholfrei lecker. Fun Fact, Bier, Radler, Diesel auch ohne Alkohol. Beste bei Hitze. Die Nährstoffe, die du rausschwitzt, sind in Bier enthalten und sind daher gesund. Ja, ich mag alleine den Geschmack von Bier halt null. Also da hört es halt dann schon Bier... Also da hört es schon auf einfach bei Bier. Einfach alleine wegen dem Geschmack. Ja, aber... Also ich kann das verstehen halt, dass Leute das vielleicht gerne haben. Ach, guck mal. Chat, die kommt einfach öfter, aber das seid nicht ihr und die trinkt einfach immer total viel Bier. Was ist, wenn ich mit ihr rede? Was ist passiert? Ich freue mich, sie in meiner Taverne zu sehen. Es ist immer eine Freude, sie zu besuchen. Okay, schade. Ich dachte, sie redet jetzt vielleicht so, warum sie so viel trinkt. Weil die trinkt ja wirklich viel.
Aber jetzt ist die Toilette gesperrt. Sag mal, ist die dreckig? Nee. Okay, wir müssen unseren Laden gleich mal kurz sauber machen. Hier ist sehr viel Dreck im Umlauf. So, bitteschön. Noch ein Bier. Also, Liebelein, ich will dir nicht zu nahe treten, ne? Aber, also, solltest da vielleicht mal ein bisschen aufpassen. Also, ich meine, ich beschwere mich jetzt eher weniger, weil, ich meine, das Geld stimmt. Ich verdiene sehr viel Geld. Aber, ja, die kommt ein bisschen oft und trinkt sehr viel. Radler, ich bin mit Zitronenlimo, Diesel, Bier mit Cola. Ja, also kenne ich auch, aber... Nee, guck mal, Chat. Es ist wirklich auf Zeit dann. Okay, wir haben gerade eine Errungenschaft bekommen. 100 Leute haben wir praktisch das Essen serviert. Boah, wir sind solche Profis, Ladies and Gentlemen. Bier schmeckt wirklich nicht. Hefebanane ist aber lecker. Ja, ich glaube, das ist einfach Geschmackssache. Ne? Die einen stehen da voll drauf, andere halt gar nicht. Wie gesagt, meins ist es auch gar nicht. Aber ich mag auch generell einfach keinen Alkohol. Also den Effekt alleine mag ich halt gar nicht. Deswegen ist es, glaube ich, bei mir jetzt auch nochmal vielleicht ein bisschen anders behaftet. Shadow and Pepper, bitteschön, eure Bierchen. Was ich halt zum Beispiel, das hatte ich auch gestern nochmal gesagt, was ich halt wirklich sehr, sehr geil bin. Wenn es so warm ist und man trinkt sich halt wirklich irgendwie eine eiskalte Cola oder so. Also ich trinke eigentlich sehr wenig Cola, aber ich finde wirklich so eine eiskalte Cola, so wenn es so warm ist, finde ich wirklich richtig, richtig nice. Ja. Aber sonst trinke ich ja eigentlich nur Tee und Wasser. So, die drei da draußen warten auch noch auf so einen Dreiertisch. Haben wir jetzt leider gerade nicht vorrätig. Wie sieht's mit den Würstchen aus? Haben wir auch noch. Boah, wir haben $295 oder Gold. Uns geht's gerade wirklich gut. Wie cool. Schön aus der Dose. Ja, Mann. So eiskalt, Cola aus der Dose. Richtig geil. Natürlich noch krasser. Finde ich noch Glasflaschen. Aber da hatten wir ja schon drüber gesprochen. Glasflaschen wirklich, also unnormal teuer halt. Aber trotzdem übel nice. Glasflaschen ist halt wirklich so das Gehobene, sage ich mal. Hefe mag ich null, der Nachgeschmack ist abartig für mich. Butter, pass auf dich auf. Die Taverne müssen wir weiterempfehlen, definitiv. Ihr seid hier immer willkommen, Chat, natürlich. Oh, scheiße. Also Chat, ich glaube, sie soll besoffen sein, aber sie könnte auch wirklich so einen harten Schiss gehabt haben, dass sie auch nicht mehr richtig laufen kann. Also. Die kann die mal jemand nach Hause bringen? Die kann ja nicht mehr geradeaus laufen, Hilfe. Und was hat die da auf meinem Klo ach du Scheiße, was hat die da mit dem Klo gemacht, Junge? Oh Gott, da geht's wieder los, Chats. Schön mit dem Besen rein. Yeah. Toll. Ich bin arm, ich kann mir kein Glas leisten. Ich trinke momentan die Billo-Cola von Lidl. Oh, das ist aber auch... Also ich glaube, dann trinke ich lieber gar keine Cola als diese Billo-Cola. Ich glaube, ich weiß sogar, welche du meinst. Die finde ich schon... Boah, ich weiß nicht. Ich glaube, da trinke ich echt lieber, glaube ich, keine Cola. Aber krass. War lange nicht da. Was ist aus dem Schatten geworden? Keine Ahnung, Jin. Habe ich nicht mehr gespielt gehabt dann. So, hier kommt noch ein Würstchen. Bitteschön. Bitteschön, Noi. Boah, es läuft gerade wirklich sehr, sehr gut. Luise, schlaf schön. Oh, Chat, hier kommt gerade ein bisschen Wind in mein Zimmer. Oh mein Gott, wie schön. Ach, es geht eigentlich. Achso, meinst du, ist gar nicht so schlimm. Kann man machen. Ist es erträglich. So, guck mal, wie viele einfach da draußen auch warten auf diesen Dreiertisch, ne? Also irgendwie sind die sehr angesagt, diese Dreiertische. Ihr kommt irgendwie immer in Massen. Mich würde die Schatzkarte mal interessieren. Da können wir uns sehr gerne mal die Zeit für nehmen. Generell auch die Umgebung zu erkunden. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir die Sachen auf der Schatzkarte finden, ohne überhaupt die Schatzkarte anzugucken. Einfach, weil wir uns überhaupt mal diese Umgebung hier angucken. Das sollten wir auf jeden Fall auch noch machen, ja.
Dankeschön, for the money. Janine haben wir hier auch noch. Zwei Würstchen und noch Bier. Wir könnten so langsam mal nachbestellen, würde ich sagen. Ja, so langsam könnten wir mal nachbestellen. Bier und Würstchen. Ich würde sagen, das mache ich mal eben. Pass auf vor solchen Goblins. Lieferung, Ressourcen. So. Mal eben nachbestellen. Ich würde sagen, so 15. Naja, komm, machen wir mal 20. Also, warum nicht? Wir haben ja auch gerade das Geld. Wir könnten eigentlich sogar auch noch die Hauptwaffe des Kochs. Oh, es könnte sein, wenn wir die Pfanne haben, dass wir kochen können dann. Verbesserung des Arbeitsplatzes, mehr Geschirr und Platz an der Theke. Ist alles cool. Ich würde sagen, wir machen gleich mal die Pfanne, wenn wir eingelagert haben und so. Aber ich würde sagen, das machen wir, wenn wir den Laden schließen, weil jetzt gerade ist wirklich Stoßzeit. So, bitteschön. Dankeschön. Und da noch zwei Würstchen. Kommen sofort. Bei uns fängt es endlich an, ab und zu regnen. Und ich kann nicht schlafen. Hatte den Stream eigentlich zum Einschlafen angemacht. Aber irgendwie, naja. Jetzt genieße ich nochmal etwas Regen und höre den Stream im Hintergrund. Mach's dir auf jeden Fall gemütlich. Ja, ich kann auf jeden Fall verstehen, dass viele von euch nicht schlafen können. Ich kann das sehr gut verstehen. Also ich habe ja sowieso immer mal wieder Probleme mit dem Einschlafen halt. Oh ja, jetzt ist uns alles ausgegangen, Chat. Das war's. Jetzt brauchen wir dringend Nachschub. Aber in dem Wetter sowieso. Also es ist ja wirklich so unnormal. So, hallo mein Bester. Dankeschön für die Lieferungen. Zack. Das ist aber vegetarisch, natürlich. Unsere Würstchen sind tatsächlich auf den Kunden zugeschnitten. Manchmal eben vegan, manchmal eben halt auch normal Fleisch. Das kommt immer auf den Kunden selber an. Ist doch klar, Chat. So, hier möchte wieder jemand Würstchen haben. Oh ja, und wir müssen noch ein bisschen Bier brauen. Aber wir haben auch schon wieder 18 Uhr, das heißt, der Tag ist auch schon wieder fast um. Ich habe immer noch 30 Grad im Zimmer, Ventilator an und 25 Grad Außentemperatur. Ja, also ich, so wie ich mich auch gerade fühle, das müssten auch ungefähr 30 Grad sein. Also gerade jetzt auch, weil der PC läuft noch zusätzlich. Also ich glaube schon, dass ich da bestimmt an der 30 Grad Marke bin. Wenn nicht sogar über. Also ich hatte ja mit 29 Grad oder so angefangen zu streamen. Und ich würde sagen, da bin ich bestimmt schon längst über 30. Ich merke es auch, weil über meine ganze Haut so ein Film ist. So ein Schweißfilm, wisst ihr? Ja, richtig ekelhaft. So. Noch ein bisschen Bier. Sehr schön. Ja, kommt sofort. Bitteschön. So. Okay, das heißt, so langsam bricht die Nacht ein. Unsere Kunden gehen alle nach Hause. Dann können wir hier nochmal eben den Besen schwingen. Toro, schlaf gut, Mann. Pass auf dich auf. Wir haben ja auch einfach mittlerweile schon wieder 2:30. Das ist so Wahnsinn einfach, wie schnell die Zeit auch immer vergeht. Ach stimmt, und man kann natürlich auch die Nächte einfach überspringen. Aber das mache ich natürlich nicht. Also ich finde eigentlich so, die Nächte finde ich eigentlich so mit am schönsten, weil das ist so gemütlich, die Atmosphäre und so entspannt einfach. Wie im echten Leben. Oh, bist du auch jemand, der so viel trinkt? Deswegen hast du keinen Namen. Hab ich schon gewundert, warum du keinen Namen hast. Und Jenny? Bitteschön. Ich hatte auch jahrelang Probleme mit dem Einschlafen. Diese CBD-Fruit Drops von Sarah's Blessing helfen mir echt gut. Auch gegen Kopfkino. Okay, krass. Glaubt ihr, der will noch ein Bier? Der will bestimmt noch eins haben. Ich wollte eigentlich eine Pizza. Jenny, sowas haben wir hier leider nicht. Es tut mir sehr leid, aber du hast mir gerade gesagt, du willst ein Würstchen haben. Also, ich glaube, du kannst dich nicht entscheiden. Ich bin mir sehr sicher, dass du gerade ein Würstchen haben wolltest. Also, willst du mich hier etwa über den Tisch ziehen? Thanks, darling. Bitteschön. Oh Mann. Ja, Pizza haben wir leider noch nicht im Sortiment. Also, vielleicht haben wir das im Sortiment, wenn wir jetzt gleich die Pfanne haben. Ich werde noch zum Alkoholiker. Du bist ziemlich oft hier, Ranger, ne? Ich glaube auch. Da musst du aufpassen.
So, Freundchen. Du kommst jetzt mit. Also, so etwas dulde ich nicht in meiner Taverne. Was ist denn hier los? Ach du Scheiße, er fliegt. Er fliegt. Ui. Ui. Der sieht nicht gut aus. Warte mal, Jenny, warum denn, hä? Das ist doch alles okay mit dem. So, Chat, der wird sich jetzt die Sterne angucken. So. der guckt sich jetzt diesen wunderschönen Sternenhimmel an. Und wenn der irgendwann aufwacht, dann wacht er einfach auf dem Dach auf. Stell dich mal vor, einfach, wir sitzen jetzt gleich da unten hier und wir gucken so raus und dann fällt er vom Dach. Junge, das wäre wirklich Comedy pur. Das wäre so geil. Okay, du möchtest auch noch ein Bier haben? Bitteschön. Ach, schön. Ja, Chat, das sind mir die liebsten Kunden natürlich. Ne? Auskurieren auf dem Dach. Ja, das ist jetzt unsere Ausnüchterungszelle da oben auf dem Dach. Vielleicht sieht er ja eine Sternschnuppe. Guck mal, jetzt steht da eine Eilbestellung. Ach, das sind dann Eilbestellungen. Guck mal, eine Minute habe ich noch. Ach, das ist ja krass. Eine Eilbestellung. Warum? Müsst ihr irgendwie schnell wieder nach Hause? Einfach eine Eilbestellung. Wer hat denn hier eine Eilbestellung? Buch, warum? Okay, du bist schon sehr gut. Okay, Chat, wir haben jetzt 23 Uhr. Dann würde ich sagen, wir haben auch Geld. Lasst uns doch mal gucken nach der Pfanne. Jetzt haben sie eine Bratpfanne. Sie finden es im Menü Extras, indem sie die Tabulator-Taste drücken. Damit können sie einige ungebetene Gäste vertreiben. Warte mal, das ist einfach ein... Alter, die Pfanne ist zum Schlagen da. Ich dachte, die ist zum Kochen da. Minus 1. Unhöflich gegenüber Kunden. Es tut mir sehr leid, Buch, aber ich musste es testen. Für die Wissenschaft. Also man muss es ja mal ausprobieren, ne? Also, da kannst du mir jetzt aber nicht sauer sein. Stell dir mal vor, du sitzt da an meiner Bar einfach und plötzlich macht, er kommt einfach so eine Pfanne von hinten. Pong. Ich war auch überrascht. Ich stelle mir das gerade so vor, einfach wie du da so einfach sitzt, du trinkst so dein Bier und plötzlich machst du nur so Klong. Boah, also ich glaube, du bist ausgenockt dann, oder? Ich glaube, du bist dann wirklich ausgenockt. Wenn du so eine Pfanne von hinten über den Schädel kriegst, Junge, ich glaube, da geht doch gar nichts mehr. Oder du hast wirklich eine unfassbar fette Beule. Zack. Ist doch nur ein Minus. Kundenverprügel gibt nur ein Minus. Ja, hä? Ist ja auch, also kann, man kann ja auch mal ausrutschen mit der Bratpfanne oder so. Also jetzt tun wir nicht so, als wäre das hier total der Weltuntergang. So, warum ist das... Achso, ja, sie ist... Solange sie jetzt da ist, gibt sie minus 1. So, und jetzt kriegen wir wieder plus 50, weil wir der Armen Geld gegeben haben. Okay. Chat, wisst ihr, wer das ist? Das ist das Finanzamt. Ich glaube... Ich glaube, die Dame ist das Finanzamt. Ich glaube, die gibt sich nur aus, als wäre sie eine Bettlerin. Das sind doch Steuern, die ich hier zahle. Die kommt doch jeden Tag gefühlt mit will 15 Dollar von mir haben. Was ist denn hier passiert? Alter, hat sie jemand von euch nicht mehr zum Klo geschafft? Was ist denn da los? Also Chat, ihr seid mir aber auch wirklich ein paar Banausen. Was ist denn hier los? Ich komme nicht mehr, man wird geschlagen und entsorgt. Ach komm, tu mal nicht so, als wäre das jetzt schlimm. Oder bist du derjenige, der hier oben liegt? Wo ist er hin? Ist er etwa in den Nachthimmel auferstiegen? Eine Sternschnuppe, ich habe sie gesehen! Noch eine!
Er ist weg. Das war das Pferd, das würde ich jetzt auch sagen, Claire. Wahrscheinlich warst du das. Aber ja, wir tun einfach mal so, als wäre das das Pferd gewesen, okay? Okay, wir haben jetzt 375 Dublonen. Okay, warte mal, wie sehen hier gerade unsere Lieferungs-, unsere Ressourcen aus? Oh, können wir nochmal ein bisschen aufstocken? Fühlt sich auf jeden Fall immer gut, da ein bisschen Vorrat zu haben. Gerade für die stressigen Tage. Wie sieht es denn mit Verbesserungen aus? Wir können die Bar upgraden für $75 und wir können, oh, wir können unseren Würstchenstand verbessern. Das ist cool, Mann, das machen wir. Ich habe zwar keine Ahnung, was das macht, aber, ah, sehr cool, wir können jetzt mehrere Würstchen da oben hängen haben, glaube ich, ne? Ja. Josh, ja, aber was denn, Claire? Also, du versuchst ja gerade, deine Exkremente zu einem Pferd zuzuschreiben. Also, dann sei doch wenigstens ehrlich. Und, naja, also sei doch wenigstens einfach ehrlich. Chat, soll ich euch nochmal ganz... Oh, guck mal. Die liegt das komplette Mauspad oben la... wo eben ich meine Maus bewege. Die Rat da, Chat, den ganzen Stream schon. Den ganzen Stream. Ich streame jetzt seit über fast 2,5 Stunden und die liegt da die ganze Zeit. So. Warte mal, Claire. Schon wieder, Claire hat schon wieder zugeschlagen. Ich kann das nicht mehr. Also, ich kann das nicht mehr. Also, nee. Ich meine, ich kann es ja verstehen, ne, dass das mal passieren kann, dass man sich da mal irgendwie, ne, es nicht auf Klo schafft oder wie auch immer, vielleicht auch krank ist. Aber es gibt auch ein zu viel, Claire, okay? Es gibt auch einfach ein zu viel. Wenn ich es zugebe, habe ich vielleicht Hausverbot. Nee, alles gut, alles gut. Kriegst kein Hausverbot. Alles gut. Dafür beschaffst du mir zu viel Geld in meiner, hier bei mir in der Taverne. So. Ja, also jetzt rückt sie noch ein bisschen weiter rüber tatsächlich, um sich noch mehr auf meine Maus zu legen. So ganz heimlich. Ah, man könnte sich ja mal strecken und Josh noch mehr im Weg liegen. Also dann, okay, die Barverbesserung kaufen wir uns auch noch, Chat. Sehr geil. Also als nächstes würde ich sagen, kommt dann die nächste Barerweiterung oder die Tavernenerweiterung. Cool. Wir könnten uns aber vorher sogar, glaube ich, noch einen schönen Tisch kaufen. Und noch ein Bierchen. Perfekt. Update bitte mal die Bar. Ja, habe ich ja gemacht, ne? Oh, man müsste sich hier wirklich mal umsehen. Also wir haben jetzt 5 Uhr morgens. Gleich geht wieder der Tag los. Also gleich scheppert sie wieder rein. Guck mal hier, diese Vogelscheuche. Hallo Mister, kann ich irgendwas mit dir machen? Warte mal, kann ich ihm vielleicht irgendwie eins mit der Bratpfanne geben oder so und dann passiert irgendwas? Hier ist eine Schaufel. Hm. Also, du bist bestechlich. Okay, ich war's. Natürlich, wir sind doch alle bestechlich, Chat. Fürs Geld machen wir doch alles. So. Sollen wir eben sauber machen hier? Ich bin mal gespannt, wann wir vielleicht unsere ersten Helferlein einstellen können oder so. Das wäre auf jeden Fall ganz cool. So, alleine so fürs Bewirten oder sauber machen wäre das irgendwie nice irgendwann. So, bitteschön. Genießt euer Bierchen. Ja, wir haben jetzt 155. Ja, ich würde wirklich sagen, ich kann noch mal ein bisschen Bier machen. Ich würde sagen, als nächstes peilen wir dann vielleicht wirklich die Tavernenerweiterung. Oder wir holen halt noch einen Tisch. Aber eigentlich könnten wir auch noch vielleicht irgendwie Dekoration oder einen Tisch kaufen. Wir müssen ja jetzt eigentlich nicht sofort die Taverne erweitern. Seth, machst du gemütlich auf jeden Fall. Ich war das und nicht das Pferd. Ich dachte, Claire war das. Hey, ich kann doch gar nicht mehr Bier machen. Ich hab doch, wollte gerade sagen, hä? Ich hab doch hier gar keinen Platz mehr. Aber das ist schon ziemlich cool. Also wir haben jetzt 20 Geschirr, was sehr nice ist. Zack. Tisch.
Alisiana sagt Tisch. Können wir mal ganz kurz gucken. Ich glaube, die waren auch gar nicht so teuer, oder? Kühle mal die Wurst, sonst Durchfall garantiert. Ja, das scheint ja irgendwie öfters zu passieren bei euch. Vielleicht liegt es ja an unseren Würstchen. Oh mein Gott. Chat, Taverne Level 4, Feenhelfer. Oh, das machen wir das nächste Mal, Chat. Oh, cool. Ey, haben wir dann wirklich irgendwie, ob das dann eine große Fee ist oder ob das wirklich so eine kleine Fee ist, die hilft? Okay, das ist cool. Da bin ich ja mal gespannt. So, also, wir können noch kaufen. Einen Tisch für zwei wird gekauft. Und Dekoration vielleicht. Guck mal, wir können noch Kakteen kaufen. Topfpflanzen. Ja, komm, wir holen noch Pflänzchen-Chat. Holen wir noch Kakteen. Ja, wir ballern einfach unser Geld jetzt einfach komplett raus. Einfach nur für Pflanzen und Kakteen. Chat, wir müssen halt eben unser Geld auch für die wichtigen Dinge ausgeben, ne? Warte mal ab, bis du die VIP-Lounge hast für gehobene Gäste. Oh Gott. Eine VIP-Lounge. Das sind dann bestimmt die Leute, die im Chat so über mir stehen, die sich für was Besseres halten. Die beschweren sich dann bestimmt die ganze Zeit. Mimi, Josh, mimi. Das Würstchen hat aber nicht genau 30 Grad. Mimi. Pflanzen wichtig und richtig? So sehe ich das auch. Sogar sehr wichtig und richtig. Chat, aber wie sieht's aus? Also, ich meine, morgen soll ja dann der Dingens-Cleaner-Simulator online gehen, ne? Also, der ist morgen, ab morgen, glaube ich, käuflich. Ich habe leider keinen Key bekommen, was schade ist. Sonst hätte ich vielleicht schon vorher spielen dürfen oder so, aber leider bin ich da vielleicht nicht so relevant für das Spiel. Aber das ist okay, mit diesem Schmerz kann ich umgehen. Und ja, wir können ja mal gucken, also falls ich morgen Abend streamen sollte, könnten wir ja mal eine Folge aufnehmen oder so. Ich will aber eigentlich nicht das jetzt als großes Projekt machen sofort, weil ich halt ja gerade so andere Simulatoren so ein bisschen am Laufen habe. Ja, müssen wir mal gucken, ob ich mich dann dazu entscheide, ob wir das dann wirklich so sofort aktiv spielen. Aber eigentlich wäre es doof. Eigentlich würde es mehr Sinn machen, jetzt erstmal so ein bisschen Tavernensimulator zu spielen. So. Dann lieber nochmal Taverne. Ja, deswegen, ne, also müssen wir mal gucken halt, ne. Das ist halt das Problem, was ich ja letztens nochmal angesprochen hatte, ne, was mir nochmal bewusst geworden ist, als ich eben Gronkh zugeguckt hatte, meinem Erzfeind, als er gestreamt hatte. Und zwar, ne, das, also es kommen halt so viele Spiele. Hier Spiel, da Spiel, du hast noch 20 andere Spiele, die du noch spielen wolltest und. Es ist ja wirklich unendlich einfach. Und irgendwie ist es ja auch doof, das immer alles so anzufangen und dann, ne, ist aber schon das nächste wieder um die Ecke und irgendwie so. Wie gesagt, als Streamer macht es halt nur Sinn, weil, naja, die Spiele halt eben leider, und das ist halt eben so, den größten Erfolg haben, wenn sie rauskommen halt, ne? Und die geraten halt sehr schnell in Vergessenheit. Auch der Crime Scene Cleaner wird sehr schnell in Vergessenheit geraten, was normal ist. So ist das eben mit Simulatoren und Videospielen. Aber es ist halt immer so ein bisschen doof, so, weil das stresst mich immer. Ne, weil ich weiß halt ganz genau, klar, die Leute wollen das dann sehen, wenn es halt rauskommt und so, aber, ja. Ich hab doch Durst, wo bekomme ich denn sonst mein Bier? Das ist eine sehr gute Frage. Oh, wir haben kein Wasser mehr. Wird ja immer schlimmer. Erst zweimal eine Frau und jetzt ein älterer Mann. Dabei bin ich gerade mal 37. Tja, so schnell kann's gehen, ne? So schnell kann's gehen. Aber ich glaube auch, also... Ich meine, Crime Scene Cleaner und aber auch das hier. Ich glaube, es sind beides wieder sehr, sehr schöne Spiele so für nachts zum Einschlafen für euch, oder? Also ich weiß ja nicht, wie ihr das so seht, also... Aber ich glaube, so das Spiel hat wieder auch so richtig diese Pumping-Simulator-Vibes, wie ich finde. Einfach so, ne, das schmeißt du mal eben an. Man quatscht einfach ein bisschen, man bewirtet ein bisschen. Man hat ein bisschen ganz cozy, leise Musik im Hintergrund laufen. Und ja, ich glaube, viele können hier bestimmt gut bei einschlafen, so also so als YouTube-VOD oder so. Stelle ich mir auf jeden Fall so vor. Okay, Würstchen brauchen wir noch und zweimal Bierchen. Können wir gleich nochmal sofort Neues machen. Hochwertiges Game vor allem. Ja, safe. Also das Spiel macht auf jeden Fall einen sehr hochwertigen Eindruck bis jetzt. Sehr, sehr gut. Thanks, darling. In 3 Stunden klingelt mein Wecker, Yoshi. Ich schlafe natürlich gerade. Ja, also... Ja, was soll ich jetzt dazu sagen, du Vogel? Ich meine, aber das liegt ja nicht an mir, oder? Das liegt doch an der Hitze. Das kann doch gar nicht an mir liegen.
Total, richtig nice. Ja, also ich würde auch sagen, also ich hatte gehört, dass Gronkh sofort am Freitag, ich glaube, das hat er irgendwie gesagt gehabt im Stream, ich glaube, er will das sofort am Freitag auch streamen, den Crime Scene Cleaner. Ich will mich halt auf gar keinen Fall spoilern. Also ich werde mir extra keine, also ich werde mir gar nichts über das Spiel angucken, sondern ich werde mir das kaufen morgen. Dann werde ich es runterladen und dann werde ich es einfach schon mal drauf haben. Aber ich will es wirklich mit euch zusammen das allererste Mal sehen. Also ich werde das bei keinem anderen Streamer gucken oder so, weil ich will unbedingt selber das Spiel mit euch erleben. Und es gab ja sogar immer so kleine Stories und so zu diesen Mordfällen und so. Also das wird richtig cool. Da will ich mich echt bloß nicht spoilern. Taverne ist vom optischen mega und auch die Unterhaltung ist sehr angenehm. Auch, dass der Chat hier integriert werden kann. Ich finde das wirklich auch so eine coole, also wer auch immer da, sage ich jetzt mal, damals oder wann auch immer das angefangen hat, so die Idee hatte, den Twitch-Chat oder generell halt eben so Livestream-Chats in ein Spiel zu integrieren. Junge, der ist wirklich so ein geiler Typ. Ich finde, also alleine auch beim Pumping-Simulator, ich finde das so geil umgesetzt. Dass die Leute einfach wirklich, also dein Chat, deine Zuschauer, im Spiel erscheinen können. Also wer auch immer da, damit angefangen hat, Junge, du bist wirklich einfach, du bist ein sehr, sehr geiler Typ. Ja. Ein sehr, sehr geiler Typ. Mehr muss man da, glaube ich, gar nicht zu sagen, Mann. Ja. Du bist ein richtig geiles Stück. oh, warte mal, ich habe ja die ganzen... Warte mal, habe ich nicht die ganzen Pflanzen eben gekauft und die habe ich... Ja, habe ich. Und wir haben einen neuen Tisch. Den habe ich noch gar nicht hier hingestellt. Tada! Du hast Zeug gekauft, Josh? Ja, habe ich. Zack. Man muss so vieles gleichzeitig machen, ey. Also ich glaube, so ein paar Sachen sind schon cool, wenn sie dann von einer Fee übernommen werden. Ich weiß ja nicht, ob man der das dann so zuteilen kann oder ob sie bei allem mitarbeitet, aber das werden wir dann herausfinden. Könnte natürlich auch sein, dass man sie zuweisen muss zu irgendeinem bestimmten Bereich oder so. So, das sieht super aus. Wir haben hier noch Bestellungen, Würstchen und zwei Bier. Kommt sofort. Ich wollte... Ja. Bitteschön, bitteschön. Meine Nachbarn sind gerade übelst laut. Irgendwie nervt mich das gerade. Okay, was machen die denn? Also vor allem um diese Uhrzeit. So, bitteschön. Gönn dir. Ich hoffe, bei euch ist auch alles gut. Ach, guck mal, Kuhn ist sogar da. Kalle ist auch da. Warte mal, San war auf Klo. Ah, hast du Glück gehabt. Das ist das Klo nicht verstopft. Sehr gut. So, und wir haben noch die Pflänzchen. Boah, Junge, diese Kakteen sind so riesig irgendwie. Guck mal, vielleicht stellen wir die hier hin. Ja, das ist gut. Guck mal, wir stellen hier so zwei Kakteen hin. So in den Eingangsbereich. Okay, wir haben eine Errungenschaft bekommen, dass wir 100 Mal perfektes Bier ausgeschenkt haben. So gehört sich das. Die hocken im Garten. Achso, die quatschen einfach laut, meinst du? See you later, Alligator. Tschüss. Boah, Junge, wie viele Leute kommen denn da? Alter. Chat, ihr seid aber wirklich sehr durstig heute. Hilfe. Oh, wisst ihr was, Chat? Das hier ist der Singletisch. Oder, nein. Das ist der, ich streite mich mit meinem Partnertisch. Ach, guck mal, die laufen einfach die Kakteen um, ja, das ist ja asozial. Und zwar kommen hier zwei riesen Kakteen drauf, damit man einfach seinen Partner oder seine Partnerin nicht sehen muss beim Streiten. Das ist jetzt ein neues Geschäftsmodell von uns. Finde ich eine super Idee. Dann muss man einfach sein Gegenüber nicht sehen. Mal sehen, wer da gleich dran sitzen wird von euch. Mit wem ihr dann Streit habt. Da bin ich ja mal gespannt. Boah, hier wird sich richtig reingezimmert. Geil. Oh, wir müssen aber noch ein bisschen sauber machen. Kakteen sind auch gute Wurfgeschosse. Ja, also bitte verletzt niemanden in meiner Taverne. Also wenn es geht, nimmt dann bitte so einen Riesenkaktus und geht nach draußen. Denn sonst muss ich dann nachher irgendwie verhaften oder irgendwie wird meine Taverne hier in ein schlechtes Licht gerückt. Und das wollen wir ja nicht. Das wäre ja total doof. So, bitteschön.
Wieso kann ich dem Spiel nicht beitreten? Fio, du warst schon da? Deinen Namen habe ich eben schon mal gelesen. Du musst einfach nur Allee eingeben in den Chat. Also die Nachricht wird doch hier alle paar Minuten von dem Bot praktisch reingeschickt. Und ja, du warst eben schon da. Ich habe deinen Namen eben schon gesehen. Ich weiß nicht, ob man das groß schreiben muss, das A am Anfang. Also ob das wichtig ist, aber könnte sein. Oder vielleicht sogar alles groß geschrieben. Also oben steht halt, schreiben Sie Allee in den Chat. In Caps Lock. Ob das jetzt wichtig ist, weiß ich nicht. Könnte sein. Ach guck mal, das erste Mal sitzt einfach da jemand an der Seite. Bitteschön. Aber ich meine, dass ich deinen Namen eben schon mal gelesen habe. Oh, Chat, unsere ersten Streithähne haben wir hier. Und zwar Zitronenfalter und Sarah. Was habt ihr verbrochen? Warum seid ihr sauer aufeinander? Was hat der andere gemacht? Scheiße, ich kann nicht sehen, wie viele Würstchen. Eins? Ja, so ein Bier, ein Würstchen, ne? Kann ja auch nur. Stimmt, eigentlich voll komisch, dass nicht einer mehr Sachen bestellen kann. Das kommt bestimmt noch. Tschüss. Dankeschön. Zack. Jette, wir machen das aber eigentlich bis jetzt ganz gut. Wir müssen uns unterhalten. Meine Frau wird zur Alkoholikerin. Wo fangen wir denn da an? In der Kindheit? Oder wo fängt man denn da am besten an? Das ist natürlich nicht gut, ne? Vor allem die eigene Frau dann auch noch. Und dass sich das jetzt auch noch so durch so einen Stream exposed, das ist ja voll doof. Ja, das muss man auf jeden Fall aufarbeiten. Also am besten kommt ihr beide einfach mal bei uns in die Taverne und dann reden wir da mal zusammen drüber. Vielleicht finden wir da einen Weg. Übrigens, Dante, Dankeschön auch an dich für dein Follow, Mann. Dankeschön. Herzlich willkommen im Stream. Wie kommst du denn zu so später Stunde hier noch in den Stream herein? Mitten in der Woche übrigens auch noch. Schmutziger Tisch. Ja, ich komme gleich. Und wir müssen das Geschirr machen, auf jeden Fall. Oh, unsere nächsten Streithähne. Ranger hat aber auch ein Alkoholproblem. Also da müsste man vielleicht dann auch mal langsam ansprechen. Eigentlich hat er gesagt, er will nicht mehr kommen, aber anscheinend kann er doch nicht aufhören. Das Bier ist ihm doch zu Kopf gestiegen. Ich fand es sehr schön hier, deshalb bin ich wieder hier. Pizza möchte ich nicht mehr. Ach so, bist du deswegen ein bisschen sauer und bist jetzt am Streittisch, weil du halt Pizza anfangs mochtest oder möchtest, aber die hatten wir halt nicht. Ach, Ranger hat einfach kein Zuhause. Ach, Ranger ist einfach obdachlos und kommt deswegen so oft bei uns in die Taverne. Also, das könnte es natürlich auch sein. Das könnte es tatsächlich vielleicht auch sein. Okay, was hatte ich hier eigentlich noch gekauft? Mini-Pflänzchen. Wo stellen wir die denn hin? Vielleicht hier einfach so oben drauf auf den Tresen? Okay, warum auch immer fliegen die? Aber ich fände es eigentlich schön, die auch so hier so mitten drauf zu haben irgendwie. Decorate your Tavern with 10 items. Yeah, unsere Taverne ist was Besonderes. Ob man vielleicht sogar die Pflanzen, kann man die sogar hier auf so einen Tisch stellen, auf so einem Regal stellen? Oh, das geht. Oh, das finde ich cool. Das ist süß. Aber ich muss sagen, unser Streittisch scheint ein Renner zu sein. Also der läuft gut bis jetzt. Ja, besser als bei deiner Konkurrenzpizza, war nicht gut. Ach guck mal, Butter ist auch wieder da. Und Red. Ich bin lieber hier, das freut mich aber sehr. Die Konkurrenz kann uns auch mal kreuzweise. Im allerschlimmsten Fall müssen wir da mal ein paar Leute mit Schwertern vorbeischicken oder mit Knüppeln. Um die Konkurrenz auszuschalten. So langsam kommt das Gewitter dann auch bei uns an. Sehr geil, genieß es. Ich bin dabei. Ladet eure Tommy-Gun-Chats. Wir werden gleich unseren Kontrahenten raiden. Oder Schwerter, ich weiß nicht genau. Ich glaube nicht, dass es hier irgendwie Maschinenpistolen gibt oder so. Ich glaube, dafür sind wir im falschen Zeitalter. Vielleicht eine Fackel? Oder einfach eben einen Knüppel? Oh, ich glaube auch, dass es da gerade draußen übertrieben geblitzt hat. Oh, vielleicht, wenn ich gleich ein VOD mache, also wenn ich hier noch am VOD sitze für morgen. Boah, vielleicht
kriege ich ja sogar noch ein richtig krasses Gewitter hier. So, Pixie, guten Appetit, gönn dir. Einen Namenlosen haben wir hier. Innkeeper. Bitteschön. Okay, also wir haben 550, Chat, wir haben sehr viel Geld. Aber eigentlich würde ich gerne, ich würde das Upgrade, glaube ich, für den nächsten, also für das nächste VOD und für den nächsten Stream aufbewahren. Weil ich würde eigentlich nicht mehr so lange machen wollen. Wir haben einfach schon wieder 2 Uhr morgens, mitten in der Woche. Deswegen, ich glaube, ich bestelle hier nochmal einfach fett nach. Ja, das ist gut. Und dann machen wir das nächste Mal. Können wir eigentlich noch Dekorationen kaufen? Ach, man kann doch unendlich Sachen kaufen. Das ist eben... Ist das nur praktisch, dass du so viele auf einmal kaufen kannst? Also für den Warenkorb? Oder verstehe ich das falsch? Oder ist das was anderes? Oh, Jula ist am Träumen. Die ist am Wedeln mit ihrem Füßchen. Leeres Regal. Eine Wandgarderobe. Boah, ob die da wirklich ihre Klamotten aufhängen? Die kaufen wir. Genug Bier und Würstchen da. Wird gerade extremst aufgestockt. Oh nein, deswegen hast du keinen Namen. Chat, das ist schon wieder der Alkoholtyp. Oh, ich glaube, der kommt auch nur nachts, ne? Fällt mir gerade mal auf. Der kommt immer nachts. Ich glaube, der will wieder auf dem Dach schlafen. So wie es aussieht. Schade, dass das niemand von euch sein kann. Das wäre geil, Mann. Ich würde voll gerne jemanden von euch aufs Dach setzen. Das wäre so lustig. Oh nein, warte mal. Oh nee, wer von euch war schon wieder auf Klo? Scheiße. Mist. Wortwörtlich. Oh nee. Ja, da kümmere ich mich gleich drum. So, er will noch ein Bier haben. Kommt sofort. Boah, der wird doch gleich wieder... Entweder... Meint ihr, der wird... Chat, glaubt ihr, der wird noch gehen können? Oder meint ihr, der wird da gleich wieder einschlafen und besoffen sein und ich werde ihn rumtragen müssen? Meine Mückenstiche killen mich. Boah, wir haben da so ein übelst cooles Teil für. Das kannst du so da draufhalten und das erhitzt praktisch so extrem für 4 Sekunden oder so diesen Mückenstich und danach juckt er einfach nicht mehr. Übelst geil. So, weg mit dem Scheiß. Thank you and goodbye. Nee, der kann wirklich noch gehen. Ah ja, okay, der ist einfach nur angetrunken. Okay, krass. Hätte gedacht, der wird da jetzt gleich wieder liegen. Macht er gut. Du. Nee, das wollte ich nicht. So. Ach, Chat, ich mag diese Nächte in dem Spiel. An den Wänden Garderobe. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Guck mal, ich kann die sogar dahin hängen. Okay, aber meint ihr, die benutzen wirklich die Garderobe? Junge, das wäre so geil. Ich mach die da jetzt einfach mal hin. Also wenn die wirklich benutzen würden, wäre das so cool. Ich kann es mir aber eigentlich gar nicht vorstellen. Ich glaube, das wäre ein bisschen zu krass. Bitteschön, Shanti. Ja, das haben wir auch, aber ich weiß nicht wo. Ich frage die anderen morgen mal. Das musst du echt mal. Das ist so eine geile Sache. Ist mega nice, solche Tools. Hab auch eins für den Schlüsselbund. Boah, wie cool. Einfach ein Schlüsselbund. Zu warm für Jacke gerade. Das stimmt. Ja, ich glaube auch, es kam hier jemand überhaupt mal in die Bar rein, der eine Jacke anhat. Ich glaube nicht. Gegen 19 Uhr hat es hier gewittert. Mehrfach sind hier richtig heftige Blitze eingeschlagen. Hat sich angehört, als hätte jemand geschossen. Ja, Mann, das kann so laut sein. Das ist krass. Okay, komm, dann machen wir noch mal ein bisschen Bier. Ich würde sagen, dann hören wir erstmal auf für heute. Bereiten wir noch mal eben vor. Ich habe eben eine E-Mail mit KI geschrieben. Warum? Also einfach so, oder? Oder warum solltest du das tun? Boah, Chat, nur perfektes Bier hier. Wunderschön. So gehört sich das, Chat. Zeitersparnis. Also wenn ich mal wirklich E-Mails schreibe, dann mache ich das irgendwie... Weiß nicht, ich finde es irgendwie viel persönlicher. Also ich meine, klar, wenn du jetzt 200 E-Mails am Tag schreibst, das mache ich jetzt halt nicht. Dann wäre das jetzt vielleicht was anderes. Aber bei mir ist es halt meistens so, sag ich mal, also wenn ich dann E-Mails schreibe, ist halt eher geschäftlich, ne, wegen, ich sag mal, Firmen, Sponsorings oder so ein Scheiß. Und ich glaube, da würde ich niemals ChatGPT, glaube ich, für nehmen, weil es einfach total unpersönlich. Also für mich wäre das voll unpersönlich. Ich glaube, so als Firma oder so würde das übel Sinn machen. So, dann haben wir sehr fett Bier auf jeden Fall. Sehr schön.
Okay, und bei uns ist auch die Taverne gerade soweit leer. Shanti war nochmal eben auf Klo. Sehr gut. Chat, dann würde ich sagen, hören wir auf für heute. Wir haben 3 Uhr morgens, also in-game. Im Real Life haben wir 2 Uhr morgens. Und wir haben heute wieder echt schöne Fortschritte gemacht. Sehr cool. Das nächste Mal werden wir uns dann dem Ganzen hier widmen. Vielleicht werden wir das nächste Mal auch so ein bisschen hier die Umgebung erkunden. Vielleicht finden wir ein paar Geheimnisse. Wir haben ja zum Beispiel heute einfach aus Just for Fun diesen Gnom gefunden. Als nächstes würde ich sagen, leveln wir dann die Taverne auf Level 4 und dann kriegen wir richtig viel coolen Shit. Wir kriegen einen Feenhelfer, wie auch immer die aussehen werden. Ich bin total gespannt, ob das wirklich so kleine fliegende Feen sind, wären. Das wäre richtig cool. Kessel, Haken. Also dann können wir, glaube ich, nochmal mehr Würstchen aufhängen oder so. Keine Ahnung. Und wir kriegen einen Kessel zum Kochen. Würde ich sagen. Also ich denke mal, ab da an werden wir dann kochen. Das ist schon richtig geil. Einer Firma geschrieben wegen einer Gutschrift, auch weil es besser formulieren könnte. Ah, okay. Kann ich die eigentlich auch wieder hier hinhängen? Ah, die kann man auch wieder da hinhängen. Okay, das ist cool. Sehr, sehr nice. Okay, komm. Warten wir nochmal eben, bis Fionski ihr Würstchen da aufgegessen hat. Und dann, Chat, entlasse ich euch in diese wunderschöne Nacht. Ich meine, wir haben echt 2 Uhr morgens schon wieder. Es war aber auf jeden Fall heute ein sehr, sehr schöner Stream. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wie du am Lachen bist. du lachst irgendwie voll komisch. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es natürlich euch gefallen hat. Und es war eine sehr gemütliche Runde heute. Ich werde mal gucken, ob ich das sofort gleich noch fertig mache für morgen, damit das online geht. Und die Tage kommt auf jeden Fall dann, Chat, eine YouTube-Produktion, sage ich jetzt mal. Und zwar kommt als Let's Play ja ein Supermarkt-Simulator-Let's Play. Und zwar mit allen anderen zusammen, also mit Domme, Steph, meiner Schwester und so. Und da haben wir zusammen einen Supermarkt aufgebaut, war mega lustig. Und da habe ich jetzt 2 Folgen, also werde ich daraus machen. Und die werden dann auch die Tage online gehen, nur auf YouTube halt, weil kann ich ja nicht auf Twitch machen. Ah, das war schön, Chat. Sehr schön, aber jetzt bin ich müde. Ja, wir haben 2 Uhr morgens, ich bin jetzt auf jeden Fall auch müde. Ich werde mich aber auf jeden Fall noch da ums VOD kümmern. Und danach werde ich mich sehr darauf freuen, mich ins Bettchen zu kuscheln und einfach nur Ruhe zu haben und zu entspannen. Hat aber sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also, Ladies and Gentlemen, auch hier natürlich an meine YouTube-Zuschauer. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich hoffe, dass ihr einen coolen Stream hattet. Schön, dass ihr alle am Start gewesen seid. Wirklich viel Liebe geht raus. Und vielleicht sehen wir uns auch schon morgen Abend wieder. Vielleicht aber auch erst die Tage. Also mal gucken, ich werde mein Bestes geben. Natürlich hier auch an der Stelle sehr, sehr gerne alle in unsere coole WhatsApp-Gruppe kommen. In den Kanal, einfach Ausrufezeichen Kanal eingeben hier auf Twitch. Und dann könnt ihr einfach über den Link der WhatsApp-Gruppe beitreten. So verpasst ihr hoffentlich keinen Stream mehr. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Ich gebe da auch immer mal wieder so kleine Lebensupdates. 3, 2, 1. Claire, nochmal mit 13 verschenkten Subs. Um 2 Uhr morgens. Da werden nochmal eben die Überstunden. Der Nachtzuschlag wird dann nochmal hier gelassen. Claire, ich danke dir von Herzen, Mann, für 13 verschenkte Subs. Und das einfach um 2 Uhr morgens. Das ist wirklich krass. Gothic Braut, Dankeschön übrigens auch noch an dich für dein Follow. Dankeschön. Also wirklich, Claire, Chat, alle Menschen, die noch da sind oder noch irgendwie unter der Bettdecke hervorgekrochen kommen können, einmal bitte ein Herz in den Chat ballern oder ein MulmL. Wirklich, Dankeschön, Dankeschön. Für den riesen Support. Einfach wirklich nur Dankeschön, Claire. Dankeschön für alles. Auch hier nochmal an die YouTube-Zuschauer. Schön, dass ihr da gewesen seid. Lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da oder sogar ein Abo. Ich würde mich sehr darüber freuen und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder, wenn es heißt Yoshi und Chat, daddeln wieder irgendwelche Simulatoren oder Videospiele. Also, ich danke euch YouTube. Bis zum nächsten Mal. Euer Yoshi. Lasst es euch gut gehen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tüdelü.